Gut, jetzt geht's weiter. Wir sind mittlerweile wieder 6 Leute, weil Count hat uns verlassen im letzten Part. Und wollen wir auf Mira bleiben oder wollen wir Wir wollen mappen, ja. Okay, nein, wie sieht's aus? Wollt ihr wechseln? Wollen wir bleiben? Ja. Wir auch. Egal, dann gehe ich zu Polos. Sehr gut. So, Wollen wir okay. fair machen. Dann schauen wir mal, wie die Runden laufen. Denk dran, Wärme-Admin-Table steht es Admin Storm. Stable, ja. Ja, fick dich. Nee. So, bin wieder da. Zeit für Oh, meine perfekt. 40 Fragen. So. Oh, es geht ja schon weiter. Oh. Ihr habt nicht gelogen, als Okay, ihr gesagt habt, es also. geht weiter. Zack. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Das habe ich halt wirklich. Oh nein. Die Scheiße hier los. Okay. Oha. Wie waiting for. Ach so, was sehr fertig wird. Ah ja, okay, I see. Waiting for warp schon. Okay. Warum bleibt er da stehen? Interessant. Okay. Also, er liegt in Specimen Room und mir kam Xeran entgegen. Also ein Crewmate, der den Namen Xehanort trug, kam mir entgegen. Okay. Ja, wir waren ja So. beide alle, also Okay. beide, Quatsch, wir waren zu dritt ja da oben. Ja. Und Ich uns dachte sogar hat's. eine kurze Zeit, dass es Conan wäre, weil es sah so aus, als würde er sich auf den Scanner stellen und so tun, als würde er sich draufstellen, Nee, das habe weil. ich gemacht. Ah. Ich konnte nicht scannen. Es stand erst dort Waiting for Wedgie, dann stand dort Waiting for Wobchu. Dann Okay. kam ich dran. Ja, weil Conan stand irgendwie nicht genau in der Mitte, deswegen hat mich das ein bisschen stutzig Ja, ich habe gemacht. halt E gedrückt und dann hat sich der dahingestellt. Ja, Das war so die genau. Warteposition scheinbar für den. Ja, ich tue ja, alle Zeichen zeigen mir, Reggie was. Ich glaube. Auf jeden Fall. Okay. Also aus meiner Sicht müsste das ein Shapeshifter gewesen sein, weil ich stand nämlich gerade Aus am meiner Admin-Table. Sicht müsste es bla bla Wo bla. standest du? So, Xehanort Admin-Table. voten und dann sind wir Okay, Benny, durch. wo warst du? Ich bin jetzt gerade in Office. An der Karte. Wartet bei Alexian, dann sind wir fertig. Okay. Xean, hast du Ed Benny Nice, danke. gesehen? Ja, habe ich. Das heißt aber, du warst ja der Einzige, der da hochgekommen ist. Da wir gewinnen Ich wollen und nicht bin aus Spaß spielen, Conan und nirgends Xean haben wir hochgekommen. gewonnen. Ja, dann nicht. Halten wir das mal Oh, fest. ich Dann bin nicht nirgends Conan. hochgekommen. Hoffentlich wirst du gleich gekillt. Ich wünsche es dir. Conan will anscheinend nicht gewinnen. Okay, sehr sicher, Xean. Ja, ich dachte, wir spielen, dass wir gewinnen, aber Es anscheinend könnte nicht. natürlich auch Robju sich die Geschichte ausgedacht haben. Das wäre natürlich noch denkbar. Ich soll jetzt nicht ernsthaft Button drücken. Hey, wo ist er hin? Hier war gerade Robchu gewesen. Ne, wer war doch. Lila kam gerade hier hoch, ne? Das war Robchu. Aber okay, da hat er wahrscheinlich gesehen, dass ich das mache und ist dann halt gegangen. Okay. Aber ich habe nicht gesehen, wie er gegangen ist. Ich habe nur gesehen, wie er gekommen ist. Okay, jetzt So, können drückt wir er. jetzt mal Xehan rausvoten? Digga, Okay, ja. Robchu hat gerade neben dem Admin-Table gekillt. Okay, ja, Neben sicher. dem Meeting-Table, sorry, Ja, neben dem genau, Also ja, ich bestimmt. wollte eben schon sagen, dass es 100% Xehan ist, weil Benny hat Robby gewotet und der Imposter hätte niemals jemanden versucht, jemanden rauszuvoten. Ja. Er versucht, einen Innocenten rauszuvoten. Ja, wir Nee, warten einfach nur Reggie, auf Collins, nee, der wieder Reggie, das schnell stimmt nicht. entscheidet. Das stimmt nicht, Reggie, das stimmt nicht. Conan Reggie, nein, stopp, hör auf zu lachen. Voten Ich hab auf schon Xehan, gewotet. danke. Ja, lass ihn Oh, jetzt halt mal Digga. reden.
Braucht er ja, doch denn, nicht, wenn er schuldig ist. Conan, jetzt vote Xehan, wir haben gewonnen. Conan, dann vote Robju, dann ist es zumindest ein Teil. Ja, vote mich, damit wir noch verlieren. Ja. Da wäre nicht mehr aus Spaß, nee, um zu gewinnen, dann was war jetzt die Lage? Also, wir waren jetzt gerade... Xehan hat jemanden gekillt, das ist die Lage, jetzt vote Benny ihn. Stand neben dem, Benny Conan, stand vote neben einfach. Dem, Benny stand dann neben dem Voting, neben dem Knopf und wollte den Knopf drücken. Hör mich auf mich, der Schlangenzunge! Bla, 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 du bist es! Jesus hat recht. Conan, du hast uns beide auf dem Scanner gesehen. Vote jetzt einfach Xehan, danke. Mein Gott. Nein. Ich habe nur gesehen, dass... du hast es falsch. Ja, wie soll ich das denn falsch machen? Nein, ich habe nur... Hallo, Leute. Ich habe nur gesehen, Junge, als ich... Du bist der Imposter, Junge. Du bist der zweite Imposter. Selbstjustiz, jetzt wird Xehan. Es gibt einen Imposter. Nein, ich habe nur gesehen, als ich oben bei dem, Oh, Conor, du bist der schlechteste Among Us-Spieler, wenn bei dem... spiel ich nie wieder mit. Bei dem rechten Reaktor stand, da kam mal Dropch hinterher, das weiß ich noch, aber... Wollte doch einfach Xehan, Alter, weggegangen. Das ist voll Arschen, ey. Aber von dem habe ich nichts mitbekommen. Ja, ich wollte jetzt mal Xehan und guck mal, was passiert. Xehan, ich wollte, spiel ich nie wieder mit. Gut, danke. Oh Gott, ey. Danke. Was war das denn? Ja, das war die schlechteste Imposter-Runde aller Zeiten. Wie schnell habe ich überhaupt geschafft, so lange zu leben? Es war so Alter. Dumm. Gewonnen! Das war ich will doch nicht das Spiel spielen. Ja, dann war das schon am Anfang mit dem Hochlaufen, war das schon die Geschichte, okay. Ich will ja. doch nur das Spiel spielen. Lasst mich doch das Spiel spielen. Ich würde doch Also ich habe das Spiel gespielt. Ich habe ja keinen Vorwurf. Ich stand die ganze Zeit Specimen rum, wollte die erste Person killen, die runterkommt, direkt den Emergency drücken, damit alle dahin rennen. Easy Kill, aber nein, Robju dreht natürlich um. Ja, natürlich. Richtiger Wichser, ey. Entschuldigung, ey. Oh, ich muss mir noch die dumme Erklärung von Xehan anhören. Oh, ich bin mir so unsicher. Aus meiner Sicht habe ich halt nichts davon bekommen. Aus meiner Sicht habe ich keine Ahnung. Oh, wer ist es nur? Mein Gott, ey. Ich dachte, jetzt spiele ich wieder unordentlich. Okay, ach, ja, den Matchcan kann man nicht faken, ne? So. Oh, das war die falsche Taste. Das ist die richtige. Das kann man. Okay. Woran ich immer denken muss, ist, dass diese Teile hier ja zusätzlich noch einen neuen Task auslösen, damit nicht fertig sind. Genau, nämlich der jetzt da oben aufgetaucht ist. Ja, moin! Lass doch mal den armen Jan leben. Jan darf nicht spielen. Ja, okay, ich habe eben noch gesagt, dass er mir vorbeigelaufen ist. Hoppala. Also, er liegt mitten im Laboratory und er war kurz vorher halt noch bei mir bei der Rakete. Und der ist dann vorgelaufen, ich komme nach und dann liegt er da tot in Laboratory. Das war ein richtig schneller Kill. Die Lights waren aus, deswegen habe ich niemanden gesehen. Ja, das war ein richtig schneller Kill, okay. Ja. Darf ich nur mal kurz sagen, ihr habt mich nicht mal einen scheiß Task machen lassen, weil ich stand an dieser Wetterdiode und habe gerade das Labyrinth gemacht, habe es einfach zweimal verkackt und man hat das kenne ich. Beim dritten Mal stand ich schon der Report. Ich habe den Glück, das ist viel schwieriger, als die Karte durchziehen. Ich habe das dümmste Labyrinth aller Zeiten. Ich habe das dümmste Labyrinth aller Zeiten mit irgendwie drei Sackgassen oder so. Und wenn du da reinläufst, dann musst du halt wieder ganz von vorne anfangen. Der arme Junge ist wieder tot. War irgendwer rechts im Labor beim Scanner oder so? War da irgendwer? Nee. Ja, wird ja aber schlecht jetzt jemand sagen, ja, ich war das. Ja, kann ja sein. Kann ja sein, dass er das. Ja, du warst da, aber. Ja, also, kann ja sein, dass jemand noch was gesehen hat. Warte, du musst noch sagen, könnte ein Self-Report sein. Ja. Könnte es ja. Ey. Benny hasst dich, ey. Offensichtlich. Ja. So. Boah, dieses Durcheinandergerede, ne, davon kriege ich echt Kopfschmerzen. Eieieiei. Okay. Digga, Robju, irgendwann schlage ich dir in die Fresse. Das war keine Absicht.
Was kann er gemacht haben? Okay, das ist der Seismo-Scheiß da oben, ne? Ja. Alle draußen unterwegs. Oder zumindest viele. Okay, Xehan ist tot. Xehan muss irgendwo liegen. Haben wir noch Zeit für den Seismo? Oh, das gibt's doch nicht. Nein, da steht Reggie, das ist schlecht. Da steht drüben niemand. God dang it. Was war mit euch los, ey? ihr wart alle bei mir. Xehan ist gekillt worden. Ihr wart alle bei mir. Ich hätte den scheiß Knopf drücken müssen. Ich habe gesehen, dass Xehan tot ist. Ich habe überlegt, soll ich den Knopf drücken, soll ich hochgehen zum Seismo? Und habe ich gedacht, ich gehe hoch zum Seismo. Ich komme mal wieder, was ich alle gehe. Falsche Entscheidung. Among Us Spieler. Ich war, du kannst ja gar nicht sagen, so, Conan, du hättest den Knopf nicht drücken können. Der Knopf ist aus, ja. Während Seismo ist. Ah, okay. Ja, dann, okay. Du hättest meine Leiche finden müssen. Ich lag aber in O2, da wärst du nie vorbeigekommen. Alter, fick dich, Rob, du fick dich einfach nur. Was hat er gemacht, dass du das gesagt hast? Also. Lights waren ja aus, ich bin Lights fixen gegangen und hab mich dann gewundert, komisch, warum sind denn die ganzen Switches auf einmal wieder aus, während ich die gemacht habe? Ja, Rotschu stand nämlich auch mit mir dran und hat immer wieder die ganzen Switches nämlich an- und ausgemacht, einfach um mich zu ficken. Und dann habe ich ihn angeschrien und dann sind wir zusammen nach O2 gegangen und da hat er mich gekillt. Okay, ich wollte gerade sagen, in seiner Rolle als Impost ist es ja sogar dann legitim, dich zu ärgern. Das war tatsächlich keine Absicht. Ich habe mich selber gewundert, warum das immer ausgegangen ist. Das ist mir erst aufgefallen, als du weggelaufen bist. Ich sag euch, wenn ich jetzt nicht als Erster sterbe, dann bin ich Imposter. Ja, da hoffe ich doch. Ja, so ist es immer. Let's go. Ah, das war eine schöne Runde von mir. Nee, überhaupt nicht. Ich gehe mit dir mit, Jan. Beschütz dich. Das würde ich jetzt auch sagen. Und jetzt bin ich im Poster. Wieder nisch. Ach, komm schon. So. Da drüben ist gleich was. Nein, das ist oben. Okay, ist doch nicht oben. Oh, das ist wieder das schöne Muster. Das feiere ich. Come on. Okay, Robchi geht da rüber. Okay. Reggie. Wieso ständig ihre Farbe ändern? Reggie ist jetzt blau geworden. Dran denken. Wenn wir sind ja eh gleich bei Koms, dann können wir das auch gleich. Okay. Die Hand kümmert sich schon drum. Perfekt. So, nee, nicht hier rein. Hier geht's rum. Oh, 3 Millionen Sachen da oben. Also, let's go. Wieder Reggie.
Richtung. I knew it. Oh, aber jetzt hat sich die Zahl geändert. Auch interessant. Wenn man stirbt, wird die Zahl anders. Junge, wie oft macht er das heute noch? So, vielleicht schaffen wir den Task noch, bevor meine Leiche gefunden. Interessant. Okay. Oh mein Gott, ich dann lebe zeigt noch mal, ob passiert. Ihr richtig liegt. Oh. Das war mir auch gerade. Also ihr seid mir alle drei gerade entgegengekommen, ne? Richtig. Wir waren alle zusammen, ja. Wir waren alle zusammen. Wo wart ihr denn vorher so? Wo wart ihr denn vorher so? Ach du Scheiße. Seid ihr schon lange zusammen unterwegs? Nein. Nein? Ja, wir waren gerade mal in O2 die Ecke. Da war ich halt die letzte Zeit. Ich habe im Laufe des Spiels einen Xehan wenden sehen, aber das war so das offensichtlich und sichtbar, dass ich jetzt eher davon ausgehe, dass das Shapeshifter ist. Aber es kann auch nicht. Nee. Oh Gott, was habe ich gedrückt? War kein Shapeshifter, ich bin Ingenieur. Also ich habe Robjo ziemlich häufig gesehen. Die Aufnahme? Nein, okay, läuft noch. Und die Leiche liegt, by the way, in Laboratory. Aber wenn Xehan das nicht ist, dann war das auch ein Triple-Play. Also. Und wie gesagt, ich habe nur euch drei gerade zusammen gesehen. Ich kam von links. Ich bin die ganze Zeit nur links unterwegs gewesen. Ja. Ich hab Benny und Conan aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also ich habe immer nur euch drei gesehen. Ich habe tatsächlich auch... Hauptsächlich wer ist dafür, Jan rauszuvoten, wer wäre dafür? Niemand? Ja, so. Er ist ja nicht raus. Also Jan habe ich auf jeden Fall Tasks machen sehen, im Gegensatz zu euch beiden. Aber das muss nichts heißen, könnte ja gefaked haben. Ich habe nicht mehr so viel übrig, tatsächlich. Ich habe alle meine Tasks gefaked. Alles klar. Also ich muss nur noch die Wasserräder machen. Ich bin gerade im Boiler Room und dann. Also ich glaube, Conan ist es nicht. Das kann gut sein. Ich muss noch einen Upload machen und ich glaube zweimal verdrahten oder so. Ich habe leider keinen. Ich würde jetzt erstmal zum Upload gehen. Zum Upload. Ich lasse mich gleich von meinem Poster killen. So, dann mache ich mal meinen letzten Task fertig. Dann ist auch gut. Jetzt. Okay, das war's. Das war wieder so ein komischer Pfeil. Aber der ist halt wieder einfach broken. Der ist halt einfach wieder broken, dieser Pfeil. Na komm, verfolgen wir Veggie ein bisschen. Oh, Robju wird sein Opfer. Wieso geht Robju da hoch? Okay, ja. Frage ist jetzt halt nur. Wer findet Robju? Du siehst jetzt erstmal, dass Robju tot ist. Oh oh. Oh oh, das ist gezielt. Ja, fast. Nein, schade. Oh, oh no, oh no, oh no. No. Starker Hund. Scheiße. Es ist ewig her, dass ich mal zum Imposter gewonnen habe. Nice. Aber es ist nicht so ewig her, dass du Imposter warst. Wer hatte denn alles noch Tasks? Ich dachte, wir gewinnen über Tasks. Ich hatte nichts vor, ich musste aber noch Simon Says machen. Mir hat noch ein Wiring gefehlt. Also ein Wire und dann ich war fertig.
Ich war auch fertig. Ich war gerade beim Upload. Ich auch. Ja, okay. Aber gut. Hey, ich habe mal eine Runde überlebt. Juhu. Ja. Deswegen, sonst hätte ich stärker drauf gepresst, dass wir einen voten oder einen noch bei Button gedrückt oder so. Aber ich dachte legit, wir gewinnen über Tars. Ich dachte jetzt vielleicht, du drückst den Knopf, nachdem du gesehen hast, dass Robin tot ist. Aber hast du scheinbar nicht gesehen. Warte, wo war mein erster Kill? Achso, das war der Conan, glaube ich. Das war der im Labor. Ja. Einfach. Der ist ewig her. Also, wie ist das passiert? Ich habe gekillt. Ja, aber ich war keiner als Nee, Moment. Conan war mein zweiter Kill. Der erste Kill, der war in. Wie hieß neben das? Neben Weapons. Du hast mich rechts neben Weapons getötet. Rechts neben Weapons. Genau. An der scheiß Wetternote. An der scheiß Wetternote. Da in die Ecke geht man literally nicht, es sei denn, man hat den Wetternote. Ja, okay. Literally nicht, das heißt buchstäblich. Wortwörtlich. Genau. Da geht man literally nicht. Okay, also okay, bin ich literally nicht. Das ist ja mein bester Freund. Er hat sich gemutet. Ich weiß. Ich kann das sehen. Ja, mit Xehanort will ich befreundet sein. Auf jeden Fall. Bin ich auch. Ich bin Spieler, ey. So, bleiben wir noch Polos? Wollt ihr Map wechseln? Ich hätte gesagt Airship jetzt. Ja. Alle für Airship, ja? Du willst mal deine Pizza da ein. Okay, dann wechseln wir zu Airship. Geil. Ich hoffe, dort habe ich mehr im Poster. Und los geht's. Erfolg. Jan kennt die Map wieder nicht. Bitte mal 3 im Poster einstellen. Was kennt Jan viel überhaupt? Viel Spaß, viel Vergnügen. Gar nichts, du. Ich habe in letzter Zeit nur Hollow Knight und Isaac gespielt. Also. Ey, geil! Perfekte Kombination. Yes! Nice. Rein da. Gutes Spiel und Hollow Knight. Rein da. So. Morgen kommt Silksong raus. Rein in die Masse. Ich muss dann mal, ne? Höschen ist gerade ein bisschen nass geworden. So, Robcho stand gerade hier rum. Ist der vielleicht jetzt irgendwie einzeln irgendwo rumgelaufen? Oh, das ist schlecht. Dieses Ding hier. Kommt wirklich ich mach mal gerade das Ding hier ein bisschen sauber. So. Nein, es ist die Plattform da drüben. Okay. Machen wir mal ein bisschen Sabotage, komm, was soll's. Ich hatte ja jetzt gesehen, dass ich von da komme, aber bis der Tod entdeckt wird, wird es noch dauern. Insofern ist das in Ordnung. Okay, die gehen alle dahin. Die gehen darüber. Okay, perfekt. Oh, Scheiße! Das sind zu viele! Ich habe das nicht gesehen, dass da so viele sind! Das ist nicht gut! Boah, kommt schon, nicht schon wieder. Okay. Ich glaube, ist schon wieder down. Es war entweder Reggie oder Conan. Ja. Ja, ich war es. War es auf der linken oder rechten Seite? Ich? Nee, der Kill jetzt. Also, wo hast du die gefunden? Der Tote. Achso, der lag literally links am Eingang von Records und ich habe gerade Reggie und Conan reinkommen sehen von links, aber ich weiß nicht mehr, wer zuerst reingekommen ist. Das ist einfach buchstäblich. Also, wir waren doch gerade beide im Gap-Room. Wir waren doch gerade beide im Gap-Room und haben dieses Ding ausgemacht. Ja. Also Reggie hat's ausgemacht, aber ich stand daneben. Also, ja, da war noch nichts. Ist mir egal, es war definitiv einer von euch beiden, weil ihr kamt beide da raus und da lag er tot. Also der lag auf der rechten Seite vom Gap Room. Okay. Mitten auf dem Präsentierteller. Ach nein, dann würde ich Conan doch ausschließen.
Hä? Wieso? Doch. Weil er vor mir rausgegangen ist und ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es Conan war. Und ich glaube, Alter. Robby. Aber könnte jemand mit der Plattform von rechts gefahren sein und wieder nach links raus? Von rechts, von links gekommen und nach links wieder raus? Moment, der muss gewendet sein, weil ich habe vorher gesehen, dass Benny nach links mit der Plattform gegangen ist. Ja auch noch ein Wend. Und das heißt, er muss dann mit der Plattform wieder zurück nach rechts gegangen sein und der Imposter ist dann, also wenn es Robbio war, ist er hingewendet. Wenn es Xea war, hat er Self-Report gemacht. Ja, aber ich war es ja nicht. Also Robju war vorher an dem linken Gap Room und hat da den Emergency gefixt, da war ich an ihm vorbeigelaufen. Ja. Ich würde eigentlich auch sagen, dass Robju eine gute Gelegenheit hatte, mich zu killen in Meeting Room. Nee, hatte ich nicht. Aber deswegen habe ich es nicht gemacht. Naja, aber du siehst, es sind schon zwei tot, also es könnte auch ein Cooldown. Der hätte halt mich killen können und dann wegwenden können. Aber stimmt, ja, es hätte so sein können, dass er noch Cooldown hatte, ja. Ich glaube nicht, dass er da Cooldown hatte, weil ich glaube, da waren wir alle eigentlich ziemlich zusammen, aber. Ich bin okay. Crewmate. Ich bin mir zu unsicher. Und ich bin auch. Aber es ist also schlechtes Skippen. Ich sag nach wie vor, es war Reggie oder Conan, aber. Ja, an deiner Stelle würde ich das auch tun. Ich bin vor ihm raus? Na? Ich bin vor ihm raus? Dann gehe ich zum Emergency Button. What? Ich hätte gedacht, das ist ein sicherer Own jetzt von mir selbst sozusagen. Also, ich hätte gedacht, ich habe das jetzt versaut. Ich bin noch im Spiel. Das ist nicht normal. Wie kann ich noch im Spiel sein? What the fuck? Wie? Wie kann ich noch... Okay, was machen die jetzt? Okay. Das ging schnell. Ich habe nur mal den Knopf gedrückt, um ein bisschen den Flow zu unterbrechen. Perfekt. Ja, ich hab eine Task zwei Tasks geschafft, also alles gut. Sehr echt? Gut. Ich auch? Ja, was willst du uns mitteilen? Nichts. Okay, cool. Ich wollte nur den Kill-Cooldown zurücksetzen für den Imposter. Aber damit sabotierst du dich doch selber. Ach du, ich wollte euch das Zelt hier durchlaufen, also. Weil ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, einfach skippen. Ja, okay. Kurz versuche dran zu denken. Robju? Ja. Wir wollen jetzt nicht noch 90 Sekunden hier. Ja, das ist schon klar, dass ihr das nicht wollt. Gut. An Gene Manipulation. Aber ich muss noch kurz überlegen, wen ich vote. Ach so. Ja. Das ist ja dein gutes Recht. Vote einfach mich, okay? Und dann lass uns weiterspielen. Auch eine gute Idee. Oh, warte, ich werde den anrufen. Einen Moment. Telefonjoker ist nicht. Spannendes Video, habe ich gehört. Also ich habe sowieso Robbio gewotet, aber jetzt würde ich ihn auch schon voten aus Prinzip einfach. Ja, dann pausiere ich halt kurz die Aufnahme, das geht natürlich auch. Kann ich ja. Perfekt. Kein Thema. So, als hätte ich fast vergessen, mich stumm zu schalten vor lauter Rumgetrickse. Okay, das war jetzt eine sehr interessante... Ah, tatsächlich wird er zurückgesetzt. Guck mal einer an. Schau mal einer an. Das wusste ich auch noch nicht. Aber gut, das... Ich weiß jetzt nicht, was ihm das... Also, kann man machen? Muss man nicht? I don't know. Aber ja, gut, warum nicht? Warum nicht? War das die Tür? Ich wollte Comms sabotieren. Mein Gott, ich bin so schlecht. Oh nee, jetzt muss ich die selber alle aufmachen. Oh, wie geht das? Ach so. Na komm, dann mache ich Comms auch wieder an. Er kann das selber, sehr gut.
Er kann das schon sehr gut selber. Mann, das ist so nervig. Ist da oben gerade jemand? Das ist zwar riskanter Kill, aber wenn da gerade jemand wäre... Nein, natürlich. Schnell weg! Ganz schnell weg. Brauch nur noch einen Kill. Wenn ich jetzt irgendwie safe runterspiele, okay. Also erstmal möchte ich sagen, Conan, das mit dem Karte-Scannen üben wir noch. Du bist übrigens noch gemutet. Ich hasse es so sehr. Die Leiche ist im Gap Room, kurz vor der Plattform links. Unter der Leiter quasi. Okay, wir waren gerade alle noch zusammen, ne? Bei Communications. Ja, der hat auch, also so 20, 30 Sekunden, nachdem wir alle zusammen waren, auch noch gelebt, weil ich war nämlich bei Vitals vorbeigelaufen und da hat er definitiv noch gelebt. Okay. Das ist noch nicht lange her, das ist jetzt vielleicht 15, 20 Sekunden her, da hat er noch gelebt. Also, ja, wenn ihr mir das glaubt, dann war es einer von euch beiden. Warst du nochmal der erste Kill? Der erste Kill war Benny und da hatte ich schon Conan verdächtigt, weil der ja von links reinkam, wo der erste Kill muss Jan gewesen sein. Wo war der erste Kill? Wo war der nochmal? Der erste Kill ist der, den wir nicht wissen, weil Jan ist ja tot. Ja, wie auch immer, der interessante Kill war der Benny auf der rechten Seite vom Gap Room. Du meinst ja, den Kill, den du gemacht hast, oder was? Ja, Conan versucht abzulenken. Achso. Auf jeden Fall, das war Benny und da hatte ich definitiv gesehen gehabt, wie Reggie und Conan von links reinkamen und der lag da halt. Ich weiß aber nicht, wer von beiden zuerst reinkam. Reggie meinte ja, dass Conan zuerst reinkam. Also deswegen meinte er, es könnte nicht Conan sein. Reggie war es jetzt aber ja offensichtlich auch nicht. Also wär ich persönlich wieder bei Conan. Weil warum sollte Rob June Self-Report machen, wenn er noch eine Person killen muss? Weil er dumm ist vielleicht. Ja. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie ich es sein kann, wenn ich extrem dumm bin. Ja. Also, aber Robchu ist ja, du hast ja gerade selber gesagt, Xehan, dass Robchu theoretisch für den zweiten Kill gar nicht verantwortlich sein kann. Ja, also rein theoretisch geht es schon, wenn er gewendet wäre, kurz in dem Moment, ja, wo ich nicht hingeguckt habe. Aber ganz ehrlich, ich vote Conan. Sorry. Okay, dann vote ich Xehan. Ach Mann, ey. Wähleweise. 3, 2, 1. Danke. Wenn du es jetzt warst, Rob, dann war das geile... Ich möchte gleich mal zwei Sachen fragen. Dann war das geile Kills, Rob, wenn du das warst, aber... Also erstens, okay. Conan, wie bist du zurückgekommen? Du bist doch nach rechts abgehauen, oder nicht? Wie kannst du sagen, du bist als erstes raus? Das fand ich super. Also ich bin nämlich auch der Meinung, ich bin auch der Meinung gewesen. Nee, bist du nicht. Ich bin auch der Meinung gewesen, dass du bist raus. Ich habe dann Benny abgekillt und bin dann auch hinterher. Und dann habe ich gesehen, dass da auch noch Xehan steht. Habe gedacht, Scheiße, das ist safe jetzt, dass ich durch. Genau so hatte ich das gedacht, auch in Erinnerung gehabt. Aber als Reggie gesagt hat, dass es genau andersrum war, war ich mir unsicher. Ich war mir so sicher, dass der Kill mich jetzt komplett auffliegen lässt, weil da stehen zwei Leute. Ich bringe ihn um und laufe da raus. Ja, okay, ich habe das ja auch gesehen gehabt. Und dann sagt Reggie, er ist als zweites raus. Sag ich mir so, okay, cool. Genau. Und dann war ich halt verwirrt, weil da dachte ich so, nee, das ergibt jetzt keinen Sinn. Weil wenn Reggie der Imposter gewesen wäre, hätte er das doch jetzt niemals gesagt, aber... Ja, ich war also auch leicht verwirrt. Ich dachte halt kurz wirklich, dass es jetzt Rob Chu wäre, weil das halt absolut keinen Sinn gemacht hat, aber okay. Dann war Reggie einfach verwirrt. Ich war der Schutzengel. Und da war ich hab Conan nicht einmal gefunden, seit ich tot war. Cool. Da fand ich super. Jan, ich wollte eigentlich zum Button. Entschuldigung. Lass mich mal. Danke. Ich wollte eigentlich zum Button laufen und ich war im Gap Room. Ich dachte mir so, super, die Plattform ist rechts. Dann kommt Xehan an, glaubt mir, die Plattform geht nach links. Ich habe keine Ahnung warum. Ich komme nicht zum Button. Ja, dann mache ich irgendwie noch ein paar Tasks, dann gehe ich später hin, dann steht da Conan, dann killt er mich. Also, keine Ahnung. Danke, Xehan. Nee, Conan, als Schutzengel kann man nicht jemanden haunten. Okay, das wusste ich nicht. Das wollte ich aber mit dem Horn, das wollte ich sagen. Okay, dann. Ja, dann, ich weiß, aber als Schutzengel geht das nicht. Ich sehe, okay. Sonst. Ja, gut, erkennt es. Jetzt haben wir Jan wieder, ey. Reggie, das war 5D-Schach, was ich gespielt habe, weil ich wollte nämlich nicht, dass du zum Backen gehst. Aha. Warum? Das ist smart. Aber es ist tatsächlich. Ich wollte es einfach nicht.
Es ist tatsächlich dumm von mir gewesen, das ist mir jetzt auch erst gekommen, als du so schön argumentiert hast, Xehan, dass ich natürlich den gekillt habe, der für dich der zweite Verdächtige war. Ja. Das war blöd. Also ich, mein Plan war halt, also ich habe ja schon irgendwie gedacht, dass Reggie gleich umfällt, ich wollte halt deine Leiche suchen und die dann reporten. Ja, hat ja super funktioniert. Ja, ich hätte noch warten sollen. Ich hätte, glaube ich, Task-technisch noch nicht so. Ey, auf Umwege hat der Plan ja funktioniert. Ja, weil ich dachte, wenn wir jetzt nochmal zum Button gehen, dann finden wir eh wieder nichts raus. Und über Task hätten wir auch nicht mehr gewonnen. Also war das die einzige realistische Möglichkeit, die ich gesehen habe. Ja. I see. Ich habe keine Task gemacht. Deswegen wollte ich nicht, dass irgendwann zum Button geht. Also, sorry, Reggie, aber ja. Okay. Schauen, wer wir jetzt auf dem Airship haunten darf. Ich hoffe, ich bin jetzt mal im Post, aber ich war heute noch nicht. Bis auf bei Hide and Seek. Krass. Ja, ich auch nicht, glaube ich. So. Ja, perfekter Start auf jeden Fall. Kein einziger Task in der Nähe. Nice. Zumindest der Weg durchgängig offen. So. Okay, Jan, da, wo willst du hin? Okay. Oh, die Kristalle sind auch wieder am Start. Es ist doch meine. Oh, ich bin Engel. Dann müsste ich jetzt aber. Ah! Ich meine, gut, im Moment kann er noch nicht. Hallo? Im Moment kann er noch nicht den nächsten killen, also kann ich noch ein bisschen einfüllen. Und ich muss ja trotzdem meine Tasks weitermachen, aber ich muss auch schützen. Ich muss auch schützen. So, ja, tatsächlich, es gibt keinen Haunt-Modus. Aber es ergibt auch voll Sinn. So, er muss irgendwo hier oben eigentlich sein. Aber ich muss auch, ich muss ein bisschen alles machen. Okay, gut, ich werde erstmal reported. Da ist doch wieder der Richtige gestorben. Das ist schon mal so. Gut. Du hast mir die ganze Zeit Angst gemacht, weißt du das? Ja, also, ich will kurz eine Sache sagen, Reggie ist zu 100% innocent. Also zu 1000%. Zu 1000%, weil ich habe den die ganze Zeit beim Electric Task beobachtet, die Schalter an- und ausmachen. Das ist einfach ein Task-Effekt bei dich. Ich stand dann an den Kameras und habe zuletzt Jan im Archiv gesehen und die Leiche lag direkt unterm Archiv, also bei den Towels. Jan ist es. Ja. Okay. Na dann. Weil er noch lebt. Nee. Der Jan ist es. Ja, okay. Also ob es Jan jetzt wirklich war, kann ich nicht sagen, aber den habe ich auf jeden Fall auf den Kameras da in der Nähe noch gesehen. Ja. Gute Beobachtung. Und das reicht. Oha. Oha. Das hat einfach gereicht. Bist du es wirklich? Chillig. Ja gut. Danke, Benny, danke. Ja, ich hab halt sonst niemanden auf den Kameras gesehen und ich habe Jan im Archiv rumstehen sehen und ich dachte mir so, ach komm, dann gehe ich da ja mal hin und dann lag da halt in der Nähe eine Leiche und dachte mir so, oh. Hey Jan, du bist gestorben, Glückwunsch. Ich habe mich halt nur gewundert, wie ihr darauf kam, dass ich safe der Imposter bin, aber okay. Also für mich war kein anderer mehr übrig. Okay. Bin ich statt nur rum nichts gemacht? Xehan und Reggie haben sich gegenseitig gedeckt? Ja. Ja, okay, gut. Ne? Dann. Und ich habe dich halt auch in der Nähe des Tatorts gesehen, also das war schon. Ja, dann warst du mich halt 120% klar. Das war tatsächlich relativ eindeutig, ja. Na dann. Interessant. Hauptsache, ich konnte jetzt gestorben. Gute Runde. Ja, leider konnte ich jetzt meinen Engel nicht einsetzen. Ja, aber gut. Ja, echt doof, hä? So, next round. Next round. So, das war richtig. Das war Game. Aber Jan wollte AFK-Mo fahren. Gaming. Ich hoffe jetzt. Let's go.
Wir starten wieder in der Kitchen. Diesmal haben wir hier auch viel zu tun. Bereiten wir gleich mal einen Oha. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Einen Burger ohne... Was? Was? Also der will Salat? Dann will er das Patty? Dann will er zwei Tomaten? Und dann will er Salat. Was ist das denn für ein Burger? Okay. Kann man mal machen. Nicer Burger auf jeden Fall. Sehr nicer Burger. So. Download. Robchu steht bei mir. Ist auch bisher nicht hier irgendwo rausgelaufen, ne? Okay, Robchu ist nicht mehr bei mir. Gut, machen wir den Download gleich fertig. Und wenn wir schon hier sind, perfekt die Lights fixen. So schnell geht das nämlich. Da sind wir. So, ja, das läuft doch. Xehan läuft hier gerade hoch. Xehan läuft mir hinterher. Oder was? Nee. Nicht so richtig. Ach nee. Welcher Weg ist jetzt der richtige? Worum kommt man rum? Okay. Gibt da hier zufällig jemanden? Nein. Wäre ein guter Ort, um jemanden umzubringen. Aber dafür muss man da auch erstmal reinlaufen wollen. Jan. Da drüben ist noch... das war Benny gerade, ne? Ja. Sind wirklich noch alle am Leben? Kann ich mir fast nicht vorstellen. So, aber hier oben haben wir auch 3 Millionen Sachen zu erledigen. Es sind gar nicht so viele. Sollen wir mal gucken, wie viele noch am Leben sind? Sollen wir mal drücken? Nee. Nee. Jan ist wieder am Start. Aber nicht, dass halt plötzlich die... Ist der Report-Button gerade? Nee. Bild mir schon wieder Dinge ein. Hier muss ich gar nicht hin. Aber nicht, dass jetzt hier eine nach dem anderen abmoxt und plötzlich verlieren wir einfach, ne? Das wäre nicht so geil. Halt hier bei Showers muss ich rein. Okay. Ja, ein Wires ist dann nochmal oben bei Admin, scheiß. Mir gefällt es nicht, dass die ganze Zeit nichts passiert. Oh nee, das ist wieder so ein... Oh, das wird nochmal eine längere Geschichte. Jetzt muss ich nämlich zum Engine Room zurück. Dann machen wir es mal Lights wieder an. So. Okay. Ich hatte aber echt schon Bedenken, dass schon ganz viele tot sind und das ist auch der Fall. Scheiße. Gut, okay. Robchu liegt jedenfalls in Cargo Bay und wir müssen jetzt voten. Das ist schlecht. Ich habe niemanden gesehen, ich kann überhaupt nichts sagen. Das ist ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade im Gap Room. Ich könnte effektiv einfach würfeln. Ich bin gerade dabei, Lights zu fixen. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab euch natürlich ab und zu mal gesehen, aber das sagt ja zu diesem Tod jetzt hier überhaupt nichts. Echt? Ich hab niemanden gesehen. Ich meine, die Lichter waren auch die ganze Zeit aus, aber ich bin auch niemandem begegnet. Jan, wir sind uns gerade erst, du bist doch gerade erst zum Meeting gekommen. Wann? Also was heißt gerade erst nicht, aber halt...
Das war das Letzte, was ich von dir gesehen habe. Wird so? Aber das ist schon eine Weile her. Wahrgenommen. Das ist schon eine Weile. Ich habe aber die ganze Zeit die Map offen, um überhaupt irgendwie klar zu kommen, wo Aufgaben sind. Benny ist mir vor gefühlt 3 Minuten in der Main Hall mal entgegengelaufen. Tja, ja, keine Ahnung. Ich wollte Benny, weil ich nicht glaube, dass sagen, ich würde sagen, so ich finde, der Mörder sollte einfach ehrlich sein und zugeben, dass das war und die Sache ist gut. Ich wollte Benny, weil ich nicht glaube, dass Conan jetzt so anfangen würde, wenn er es wäre. Aber ich kann halt auch nichts fundiert sagen, weil ich niemanden. Ich kann mich jetzt auch nur auf mein Bauchgefühl verlassen. Würfeln! Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, weil ich war die ganze Zeit in Records und habe auf dem Admin-Table geschaut. Und mein Bauchgefühl ist so oft wie. Drei Leute umgebracht. So oft wie mir. Sag mal, wo du dir 3 Leute umgebracht hast. Und ich tot bin. Sag mal, wo du dir 3 Leute umgebracht hast. Woher soll ich das wissen? Weil du die ja umgebracht hast. Das ist richtig. Ja, wo hast du sie denn umgebracht? ich habe einen Gap Room eingetötet in Cargo Bay und in Cockpit habe ich Zern noch um. Nice. Alter. Ich habe das Safe wieder nicht hingekriegt die ganze Zeit. Das war voll. Wieso muss man eigentlich für jede einzelne Scheißtür diese verfickte Karte machen? Ja, das ist Airship. Was ne Alter. Ficke. Das hat mich einfach, der Trick ist einfach, die Maus länger gedrückt zu halten. Die Runde hab ich auch. Du musst viermal richtig schnell hin und her machen und dann geht sie auf. Wie lange ist die Aufnahme? 46 Minuten. Ja, eine Runde würde ich noch spielen. Okay. Ja. Ah, dann musst du auch danach, weg. Danach bin ich raus. Okay, alles klar. Ich schon? Also ich muss nicht, aber ich will noch was anderes machen. Ja, nee, willst du nicht? Doch. Die Runde war Dreck, by the way. Kann ich nachher nochmal drauf eingehen. Ja, die war doof. Ja, ich weiß. Ach, nur die Runde war doof. Mensch. Ah, okay. Ja. So, wir starten wieder in der Kitchen. Vielleicht gibt's hier wieder lustige Burger. Nee, schade. Keine Bird Cheese. Na. So, ach, das ist der Download, natürlich. So. Oh, nice. So gefällt mir das. So. Okay, wir müssen da hinten wieder diesen Schalter aktivieren an dem blöden Schrank. Können wir mal ganz kurz hier gucken, ob hier eine Leiche gerade liegt? Nein. Das ist halt das Problem. Das geht halt hier. Okay, scheiß Dreck. Oh nee, was? Jetzt schon wieder 3? Was? Nicht schon? Das gibt's doch nicht. Was? What the fuck? Ach du Schande, es ist ja wie gerade eben. Ich kann. Gott. Wie können 3 tot sein? Ich habe gerade in die Vitals geguckt und da waren 2 tot, kurz bevor reported wurde. Alter, also Reggie liegt jedenfalls unten bei Electrical. Oha. Ich kann nichts sagen. Ich kann sagen, dass Blau als erstes gestorben ist, also Reggie. Okay. Und dann hatte ich gerade eben noch Benny in den Vitals gesehen. Okay. Aber Robtru habe ich jetzt tatsächlich. Also ich bin Wissenschaftler, ich habe das ein paar Mal geöffnet. Ja, wie können denn 3 so schnell 10 Sekunden tot sein? Vor Report habe ich nochmal reingeguckt, da war Robtru noch nicht tot. Was ist denn hier los? Das heißt, das muss ziemlich close gewesen sein. Es könnte also ein Self-Report sein oder Conan, du bist ganz knapp am Killer vorbeigelaufen. Das sind die beiden Optionen. Aber wenn du sagst, Reggie war als erstes tot, dann bin ich nicht knapp am Killer vorbeigelaufen. Du hast Reggie gefunden. Richtig. Ich wusste jetzt nicht, wen du gefunden hast. Okay. Ja, Reggie liegt unten bei Electrical. Dann, glaube ich, ist es Xehan, weil Robtru noch nicht lange tot sein kann. Und wenn du gerade bei Reggie bist und ich es nicht bin, dann ist Xehan. Ja, wenn du Scientist bist du ja Crewmate und damit weiß ich ja auch, dass ich es nicht bin. Und damit ist für mich ist dann nur noch Xehan. Kannst du irgendwas dazu sagen, Xehan?
Kann nichts dazu sagen. Ich habe euch beide die ganze Runde lang nicht gesehen und ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, habe einen Task gemacht. Okay. Kann zu Robju kann ich sagen, der hat den linken Gap Room gemacht. Ich war dann mit der, also als einmal die Emergency gecallt wurde, ich war dann mit der Plattform von links nach rechts rüber gefahren und hatte da dann die Archive gemacht. Unterwegs hatte ich irgendwann, ich hatte irgendwann auch noch mal Benny gesehen gehabt, aber das war ziemlich am Anfang der Runde. Also ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass der Unerfahrene, nicht Unerfahrene, aber der selten Among Us spielende Jan so gut faken kann, dass er Wissenschaftler ist, deswegen. Wenn doch, dann okay, dann Respekt. Aber deswegen bleibst halt jetzt gerade nur du übrig. Ich wusste, ich hätte abhauen sollen, ey. Gute letzte Runde. Da kam ich nicht so schnell raus aus der Nummer. Aber Digga, dass du Reggie gefunden hast, war GG, Conan. Ja, ich dachte, ich werde da nie gefunden. Oh, Xian, ey, du kommst mir entgegen. Hast du, oh komm, der ist bestimmt nicht. Ja, 50% sicher. Wollt den Knopf drücken? Also nee, kann man jetzt nicht belegen. Das wäre ja voll lame. Dann kriegst du mich und eine halbe Sekunde danach wird Reggie reportet. Hättest du mal machen können, weil ich hatte nämlich noch... Ja. Also ich habe Reggie schon ewig tot gesehen. Ich war panisch auf der Suche nach der Leiche und ich wusste nicht, wo der scheiß Report-Button ist. Ich wurde gekillt und eine halbe Sekunde danach wurde Reggie reportet. Das war richtig krass. Und ich hatte, das hat exakt gepasst, weil ich hatte nämlich tatsächlich, als du mir entgegenkamst, noch Kill-Cooldown gehabt. Und der Kill-Cooldown war nämlich... Ich war mir nicht sicher, ob ich die Button drücken soll. Eine Sekunde, bevor ich dich gekillt habe, war mein Kill-Cooldown erst vorbei. Da habe ich dich gekillt und dann kam der Report. Ja, du musst die richtig schnell gesetzt haben, die Kills. Weil ja, er kam einfach schnell wieder zurück nach oben hin, obwohl er das schon vorher hätte machen können. Und dann nimm ich jetzt den Knopf. Ah, nee, komm, ich gehe mal nach oben. Tot. Ja. Das war wirklich, also es war wirklich zack, zack, zack hintereinander tatsächlich. Also ich habe Reggie verfolgt, ich habe gesehen, dass er den Dings hier, den Turn in Electric gemacht, habe ihn dann brav bis in die letzte Ecke verfolgt. Hab ihn dann in der letzten Ecke gekillt und bin dann sofort, hab den Emergency gecallt, bin dann sofort hochgegangen, hab den in Anführungsstrichen den Emergency gelöst, bin mit dem Gap Room rübergefahren. Dann ist mir genau Benny entgegengekommen, weil der gerade den anderen Emergency gelöst hat. Just in dem Moment ist mein Kill-Cooldown abgelaufen, da habe ich Benny gekillt, bin schnell weggewendet und dann bin ich zu Robschuh hochgegangen und den Rest habe ich ja schon erzählt. Ja. Also es hat wirklich exakt, es hat haarscharf exakt gepasst für 3 Kills. Ja, krass. Ich möchte kurz sagen, du bist auch in dem Spiel erfahren, ja, und machst trotzdem ganz viel Scheiße. So. Also hör mal auf, hier Jan zu dissen. Das machen wir noch. Nein, das war ja kein Diss. Ich fand halt, das war ja kein Diss. Oh, ich bin der nette Conan Q88. So, war coole Aufnahme, cool gespielt, aber irgendwas ist cool, so, tschüss. Genau, perfekt. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke. Und tschüss. Liken.